Landjägermarsch hörten wir von der Blaskapelle Möckenlohe. Dominik Harrer ist eine Musikinstitution in Möckenlohe und drumherum hat die Blaskapelle Möckenlohe auch dirigiert bei dem Landjägermarsch. Und Möckenlohe wird mit dabei sein beim Symphonischen Chorgast. Den veranstaltet ja der Bayerische Rundfunk, das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit ihrem Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Und da hat sich der Simon überlegt, ich möchte, wenn ich in Bayern schon dirigiere, in München, dann auch einmal die Blasmusik kennenlernen. So ist das Jugendblasorchester Markt Oberdorf, die Ulrichsbläser Büchelberg, die Brassband Unterallgäu und die Blaskapelle Möckenlohe eben mit dabei bei diesem symphonischen Chorgast. Sie werden miteinander musizieren und Sir Simon wird dirigieren. Bleiben wir noch ein bisschen in Möckenlohe. Ich werde dann auch diese vier Orchester besuchen im Rahmen meiner Fernsehsendung mit Blasmusik durch Bayern. Und da ist auch die Kapelle Rabenstein mit dabei. Das ist die böhmische Besetzung der Blaskapelle Möckenlohe. Ebenfalls Dominik Harrer als Dirigent. Und der Dominik hat auch diese Polka komponiert, die wir jetzt hören von der Kapelle Rabenstein, die Julia. Thank you.